Liebe Geschwister, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Lob und Barmherzigkeit sei nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Liebe Geschwister, das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allah und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist ein Irrtum und jeder Irrtum ist eine Erfindung, jede Erfindung wird zur Hölle. Liebe Geschwister, ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der Anbetung würdig ist, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und was auch immer ihr an Gutem vorausschickt, so werdet ihr es bei Allah vorfinden. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Großzügigste aller Großzügigen. Er subhanahu wa ta'ala wird beschrieben, im folgenden Hadith, den Imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala überliefert hat, und Abu Dharr radiallahu anhu al-Ghifari, der den Hadith überliefert hat, er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam folgendes über Allah überliefert. Das heißt, gemeint ist ein Hadith Qudsi. Allah sagte in diesem Hadith, O meine Diener, selbst wenn der Erste von euch, der Letzte von euch, jeder Lebendige von euch, jeder Tote von euch, alles Trockene und alles Feuchte unter euch, sie alle das Herz desjenigen meiner Diener hätten, der das unseligste Herz hat, so würde dies von meinem Reich nichts verringern. Nicht einmal so viel wie der Flügel einer Mücke. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn der Erste unter euch und der Letzte unter euch und jeder Lebendige und jeder Tote und alles Feuchte und Trockene unter euch sich alle versammeln würden an einem einzigen Ort und jeder von euch mich bitten würde, alles, was ihnen in den Sinn kommt, alles, was er sich wünscht, und ich würde jedem Einzelnen von ihnen das geben, was er sich gewünscht hat, so würde dies nichts von meinem Reich verringern, es sei denn wie eine Person, die an einem Meer vorbeigeht und dann taucht sie eine Nadel ins Meer ein und dann schaut einmal, was davon übrig geblieben ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, denn ich tue, was ich will. Wenn ich gebe, dann brauche ich nur sprechen. Wenn ich strafe, brauche ich nur sprechen. Wenn ich etwas will, dann sage ich dazu nur sei und dann ist es. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Edelste aller Edel. Und die Gelehrten haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'alas Großzügigkeit größer wird an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeitpunkten. Wie zum Beispiel am Tag von Arafah. Oder zum Beispiel in den ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah, der den Tag von Arafah beinhaltet. Oder zum Beispiel am Opfertag, der ebenfalls einer der 10 Tage ist. Und bei anderen Zeiten, die uns allseits bekannt sind. Diese Großzügigkeit Allah subhanahu wa ta'ala zeigt sich nicht nur in materiellen Dingen, sondern auch in immateriellen Dingen. Allah subhanahu wa ta'ala öffnet die Tore der Versorgung für manche Diener. Und er gibt ihnen an Essen und an Trinken und an Kleidern, was er anderen Leuten nicht gegeben hat. Und dies kann man sehen, mit eigenen Augen sehen und bezeugen. Ebenso öffnet Allah subhanahu wa ta'ala für manche Diener Türen, die Türe der Vergebung, die Türe der Nachsicht, die Türe der Reue, die er anderen Menschen von seinen Dienern nicht öffnet. Und diesbezüglich reicht es, wenn wir uns einen Hadith anschauen, der von Bukhari und Muslim überliefert worden ist, und auch von anderen, unter anderem Imam al-Tirmidhi, und dessen Wortlaut lese ich euch jetzt sinngemäß vor. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sagte, die rechte Hand des Al-Abamas ist voll, also voller Gaben. Er gibt ununterbrochen. Nichts verringert seine Gaben, die in seiner rechten Hand sind. Bei Nacht und bei Tag gibt er aus. Stellt euch vor, was er subhanahu wa ta'ala, seitdem er Himmel und Erde erschaffen hat, alles ausgegeben hat. All dies hat nichts von seinen Gaben in seiner rechten Hand verringert. Und sein Thron war auf dem Wasser oder ist auf dem Wasser. Und in seiner anderen Hand hat er die Waage, erhebt sie und senkt sie. Gemeint ist, er gibt
und hält zurück, wann er will, für wen er will. Abu Isa al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, sagte jetzt als Anmerkung zu diesem Hadith: Dieser Hadith ist Hasanun Sahih, das heißt, er bestätigt dessen Authentizität. Und dann sagte er: Dieser Hadith, al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, ist übrigens einer der Schüler von al-Bukhari, er sagte, rahimahullah ta'ala, dieser Hadith ist die Erläuterung der folgenden Aya aus dem Koran, in dem Allah in Surat al-Ma'idah sagte, wenn ich mich richtig entsinne, ist der 64. Vers. Allah sagte, die Juden haben gesagt, Allahs Hand ist gefesselt. Mögen ihre Hände gefesselt sein. Und mögen sie verflucht werden für das, was sie gesagt haben. Vielmehr sind seine beiden Hände weit ausgestreckt. Er gibt aus, wie er will. Al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala sagte nun, dieser Hadith wurde überliefert